Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zum dritten Teil meines Tutorials. Wie startet man am besten im Prison Architect 20 oder Alpha 20? Ich habe in den letzten beiden Videos einen kleinen Überblick gegeben, was alles möglich ist und was es alles für Menüpunkte hier unten gibt, was es alles hier drin zu sehen gibt, wie man das alles so ein bisschen freischaltet, habe ich auch grob erklärt. Wie man das Ganze bedient, habe ich ja auch grob erklärt. Alles war ziemlich grob. Jetzt will ich euch zeigen, wie startet man eigentlich, wenn man eine neue Karte begonnen hat, am besten mit Prison Architect. Ihr habt zum Start 30.000 Dollar und ihr wisst eigentlich gar nicht, was soll ich jetzt als nächstes tun. In 23 Stunden kommen 8 Gefangene. Ihr habt nichts, wo ihr sie drin lagern könnt oder wo ihr sie drin gefangen halten könnt. Ihr habt gar nichts. Ihr habt eine leere Karte, ihr habt eine Delivery Zone und ihr habt eine Garbage Zone. Das war's. Der erste Schritt, den ich euch empfehle, ist in die Crans zu gehen. Hier haben wir die Basic Detention Center und darin wird im Prinzip die Bauanleitung für einen Basisknast gegeben. Das heißt, das schließt ihr am besten zuerst ab und dann sagt ihr, okay, was muss ich machen? Ich muss eine Holding Cell bauen. Dann geht ihr hier auf Foundation und baut irgendwo ja, ein kleines Gebäude. Und setzt da eine Tür rein. Irgendwo. Moment. Mit R kann man übrigens auch die Sachen drehen. Weil jetzt sind hier so viele Bäume, dass man hier keine Tür setzen kann. Ich glaube, da muss ich erstmal abwarten, bis die hier die ganzen Bäume gelegt haben. Dass wir dann die Tür dorthin setzen können, wo wir sie auch hinsetzen wollen. Ja, das ist im Prinzip der erste Schritt, jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wir bauen uns eine Holding Cell. Die kann unterschiedlichen Größen haben, die kann klein sein, dass ihr sagt, okay, da kommen erstmal alle an, dann werden die verteilt. Die kann sehr, sehr groß sein. Also ich habe in meinem Alpha 18 Let's Play eine sehr, sehr große Holding Cell gebaut am Anfang und habe dort über 40 Gefangene, ohne überhaupt eine Zelle zu besitzen, erstmal aufgenommen, um meinen Knast sozusagen, ja, schon mal anzulaufen zu bringen und habe dann erst angefangen, einzelne Zellenblöcke zu bauen. Das ist jedem selbst überlassen. Das ist die Strategie, wie ihr es angehen wollt. Das ist auch das Schwere, hier ein Tutorial zu machen, weil es gibt keinen, so müsst ihr es tun. Es gibt Leute, die leben nur mit Holding Cells. Es gibt Leute, die leben völlig ohne Holding Cell. Nichts ist hier drin Pflicht. Alles ist hier drin nur Option. So, wir müssen eine Tür setzen, sonst wird das Gebäude nicht abgeschlossen. Und wenn wir die Tür gesetzt haben, dann müsste der normalerweise, genau, diesen Raum hier kreieren. Und dann ist er fertig. Jetzt kommen sie noch angerannt und setzen überall Lampen hin. Die werden gekauft. Ist ein Special Feature sozusagen vom Spiel. Das übernimmt es für euch. So, jetzt haben wir unsere Holding Cell. Die müssen wir natürlich noch markieren. Dazu müssen wir hier auf den Raum gehen. Müssen sagen, wir wollen die Holding Cell. Das ist hier oben das. Wollen wir nehmen. 5x5 reicht übrigens. Wir haben jetzt hier 10x9. Und jetzt haben wir die Holding Cell. Jetzt sehen wir hier, dass eine Toilette fehlt. Und dass eine Bench fehlt. Also eine Bank. Jetzt kann man hier irgendwo eine Toilette hinsetzen. Kann hier irgendwo eine Bank hinstellen. Und jetzt hat man schon eine Holding Cell, wenn das eingerichtet wurde. Das Problem ist, ihr habt jetzt eigentlich eine funktionierende Holding Cell, die aber doch nicht funktioniert. Hier wird sie ausgestrichen. Ihr habt jetzt eine Holding Cell. Das Problem ist, sie funktioniert nicht. Warum? Ihr habt keinen Strom, ihr habt kein Wasser. Also ist das nächste, was man üblicherweise baut, eine Stromversorgung, die man irgendwo hier in die Pampa klatscht. Ja, wo haben wir es denn? Ja, es ist gar nicht so einfach, das hier immer zu finden. Deshalb setzt man es meistens irgendwo in die Nähe, wo man weiß, okay, hier kann ich es hinbauen. Da ist es nicht im Weg. Sind da Bäume oder was ist da, dass ich da nichts bauen kann? Das ist ja nervig. Ja, sind Bäume. Dann lassen wir ein paar Bäume entfernen hier oben. Dafür haben wir unsere Angestellten. Die sägen die ja um. Oder sensen die ja um. So, dann setzen wir. So, jetzt können wir es machen. Jetzt setzen wir hier oben noch eine Wasserversorgung hin. Und jetzt brauchen wir hier am besten noch direkt so einen Kapazitator dran. Und dann können wir auch schon ein Stromkabel legen. Einmal ans Gebäude
einmal zur Wasserpumpe. Ist relativ günstig, das Stromkabel. Am Anfang hat man ja auch ein paar. Soll es erstmal keine Probleme geben. So, die Stromversorgung reicht, also sprich das Ranlegen an die Mauer reicht, um hier drin alles zu versorgen. Es werden kleine Strippen gezogen, die dann die Lampen ansteuern. Es gibt noch Dinge, die müssen direkt angeschlossen werden, aber im Großteil geht es einfach so. Jetzt brauchen wir hier noch einen Wasseranschluss. Den machen wir einfach mal so, dass wir hier eine große Leitung nach vorne ziehen und dann einfach eine kleine Leitung abnehmen für die Toilette. Die kleinen sind ein bisschen billiger und ja, durch die kleinen kann man auch nicht so leicht entkommen, denn Fluchttunnel werden gerne über Toiletten gegraben. Und wenn da große Rohre liegen, dann geht das ein bisschen schneller, weil große Rohre kann man einfach durchklettern. So, jetzt haben wir schon alles stehen, sprich die Toilette und die Bank. Jetzt liegt hier überall Müll rum und wir stellen uns die Frage, wie werden wir den Müll los? Sieht ja hässlich aus. Dann geht man normalerweise hin und macht irgendwo noch ein Storage hin. Wenn man den Storage irgendwo gebaut hat, dann tigern die sofort los und tragen alles zusammen, um es im Storage zu lagern, wie ihr seht. So, das ist im Prinzip der große Start in Prison Architect und so muss man jetzt noch eine Shower bauen, ein Yard bauen, ein Kitchen bauen, eine Kantine bauen und so weiter. Jetzt möchte ich mich aber erstmal mit euch nur um die Holding Cell kümmern und deshalb machen wir jetzt auch erstmal den Knast zu, dass uns hier keine Gefangenen belästigen bei unserer Arbeit. Diese Holding Cell ist im Prinzip die Basis Holding Cell. Das heißt, sie hat die Bank, sie hat die Toilette und sie hat eben ein bisschen Licht und hat so eine große Tür, die man auf und zu machen kann, damit hier eben ja die Gefangenen drin gehalten werden. Die Gefangenen haben allerdings auch Needs. Das heißt, irgendwann wollen die schlafen und wenn es kein anderes Gebäude gibt, außer die Holding Cell, dann haben die keine Schlafmöglichkeit und werden irgendwann aggressiv. Also empfiehlt sich's, erstens schon mal hinzugehen und für mehrere Gefangene auch mal 2-3 Toiletten zu bauen. Es empfiehlt sich, in der Holding Cell so einen Bereich zu nehmen, wo man sagt, okay, wir bauen hier mal ein paar Betten hin, da in der Regel ja 8 Gefangene angeliefert werden am Anfang, empfehlen sich da auch mal 8 Betten. Jetzt können eure Gefangenen in der Holding Cell auch schon mal schlafen, ohne direkt hier durchzudrehen, dass sie nicht schlafen können. So, hier oben müssen wir natürlich auch noch Wasser anschließen, ganz klar, das ist kein Problem. Jetzt könnte man sagen, okay, die Holding Cell ist fertig, aber es gibt noch weitere Optimierungsmöglichkeiten für die Holding Cell. Damit die Jungs nicht völlig auf den Flip kommen und uns direkt hier die Bude zerlegen, kann man denen hier noch so ein paar Unterhaltungssachen reinstellen. Man kann zum Beispiel mal 2 Fernseher hinmachen. Man könnte hier auch noch eine Telefonzelle unterbringen. Übrigens, alles was hier weiß markiert ist, könnt ihr in der Holding Cell bauen, ja. Man könnte jetzt rein theoretisch sogar hingehen und könnte hier noch einen Showerhead und Trains anbringen und könnte die Leute hier drin sogar noch so ein bisschen duschen lassen. Ich weiß nicht, kriegen wir das hier hin? So, also das ist jetzt schon eine sehr, sehr umfangreiche Holding Cell, die schon einiges bereithält. Mehr Features hat, wie sie eigentlich haben sollte, als Holding Cell. So, legen wir einfach mal große hin. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich wurde auch gefragt, ja, wie macht man das dann am besten, um eben Geld zu sparen für Rohre und für Stromleitungen und so weiter. Spielt ehrlich gesagt gar nicht so eine große Rolle. Hängt einfach damit zusammen, ihr nehmt so viel Geld ein, so ein Kabel und so ein Rohr, das kostet nicht die Welt. Also da jetzt auf Optimierung zu gehen, ist gar nicht mal so nötig. So, jetzt haben wir schon fast eine Luxus-Holding-Cell. Also ich glaube, mehr kann man hier gar nicht mehr drin unterbringen, was noch irgendwie sinnvoll ist, außer vielleicht noch ein Billardtisch, den kann man auch noch da reinklatschen. Dann haben die aber wirklich also so eine super Holding-Cell. Ich glaube, dann wollen die da gar nicht mehr raus. Ja, da drin hält man es relativ lange aus. Ja, das war's zur Holding Cell. Ich weiß noch nicht mal, ob das hier überhaupt so funktioniert, muss man auch dazu sagen. Ich habe die Shower bisher immer hinten rangebaut oder an die Seite rangebaut und habe das als Shower zugewiesen. Kann auch sein, dass das funktioniert. Müsste man mal testen. Kann ich gerne mal machen. Und ja, mache ich doch einfach mal. Ich mache mal einen Knast auf. Und stell mal gerade 2 Wächter ein.
und ziehe hier gerade mal ein bisschen Zaun drumherum. Und schon haben wir einen Knast. Ist echt Wahnsinn, oder? So schnell geht's. Bäumchen noch wegmachen. Eingangstür noch hinbauen. Und jetzt warten wir, dass Gefangene kommen. Und dann gucken wir uns mal an, ob die da drin auch duschen, wenn sie Hygienebedarf haben. Wäre mal interessant zu wissen, habe ich noch nie getestet. Jetzt praktisch für euch teste ich das jetzt mal live. Bis gleich. So, die Gefangenen kommen jetzt jede Minute an. Da kommen sie schon. Halten an der Delivery Zone, steigen dort aus, werden von den Wächtern jetzt in den Knast hineingeführt. Die kommen immer zuerst in die Holding Cell, falls eine da ist, oder in eine freie Zelle, falls es eine gibt. Das ist sozusagen die Standardanlieferung. Und ihr seht schon, die benutzen die Bank, die benutzen die Toiletten. Und die gehen duschen, also die Dusche funktioniert. Die können hier drin duschen. Ist eine interessante Info. Weil ich bisher davon ausging, dass das gar nicht geht. Aber wenn das geht, dann haben wir neue Bauoptionen auch im Let's Play. Und ja, dann ist man relativ lang stressfrei mit einer puren Holding Cell. Dann brauchen wir erstmal gar nicht großartig noch was anderes zu machen. Und ihr seht, ja, sofern die jetzt keinen Hunger haben, könnten wir die jetzt hier drin dauerhaft lagern, ohne dass die irgendwie Probleme machen. Und das ist alles nur eine Basis Holding Cell. Das funktioniert. Die können zu Hause anrufen, können duschen und so weiter. Jetzt haben wir Fog of War an und wir sehen nichts mehr. Es wird dunkel, die Gefangenen sind weg. Ja. Gut, das war's für meinen ersten Teil, wo ich mich um die Holding Cell kümmern wollte und wie man eben startet. Das ist das erste Gebäude. Weiter geht's dann im nächsten Tutorial mit dem nächsten Gebäude und mit allen Informationen dazu. Bis dahin, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, noch viel Spaß mit Prison Architect. Bis dahin, macht's gut, bye bye.